Willkommen zu Nerd und Spielt. In Hearthstone sind die Titanen verfügbar. Dementsprechend gehen wir jetzt hier drauf und nein. Gibt's hier auch ganz normal die Packung und da. Nicht golden. Endlich haben sie das mal geändert. Zwei! Und dann machen wir jetzt mal locker 52 Packungen Titanen auf. Normale Karte. Zufällige Handkarte mit Überladung. 1 verringern. Fügt einem zufälligen Feind 2 Schaden zu. Zieht einen Zauber, verringert die Kosten eines Feuerzaubers. Das ist alles noch relativ normal. Schmieden diese Karte. Zieht diese Karte zu eurem Deck, um 2 Mana für ein Upgrade zu benutzen. Aha, kann ich verbessern. Dann macht sie 5 Schaden mit Lebensentzug. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Für einen zufälligen Gegner auf einer Hand +3/+3, verliert 3 Rüstung, um es noch einmal zu machen. Ah. Wow. Zieht eine Karte aus einem Deck, die nicht zu Spielbeginn in eurem Deck war. Das funktioniert natürlich nur mit was, was da was einmischt. Ruft 2 Schößlinge 1/1 herbei, blüht in 2 Zügen auf. Müssten wir gucken, wie das funktioniert. Da muss man gucken, wie das funktioniert. Weil man bezahlt 2, um es dann 3 billiger zu machen. Nein, Kampfschrei. Entdeckt einen Zauber, schmieden. Er kostet, der Zauber kostet dann 3 billiger. Okay. Verleiht einen Gegner +2 Angriff und überschüssiger Schaden trifft. Durch Angriffe treffen den feindlichen Helden. Überschüssige Schaden durch Angriffe. Ah, durch alle Angriffe. Auch nicht schlecht. Eingekackter Horror kostet 1 weniger für jeden Schaden, den ihr in eurem Zug in diesem Spiel erlitten habt. Das ist beim Hexenmeister dann relativ schnell viel. Zieht einen Zauber, verringert die Kosten eines Tanders schon mal. Erhaltet eine Kopie der Karte dieses Dieners in euer Deck mit dauerhaft +3/+3. Moment. Erhaltet eine Kopie der Karte dieses Dieners in euer Deck mit dauerhaft +3/+3. Das heißt, dann habe ich eine 3, 7 Sechser mit Todesröcheln, die das nochmal macht. Das ist aber brutal. Vernichtet einen befreundeten Diener, ruft eine Kopie davon herbei. Boah, auch nicht schlecht. Verleiht eurem Helden +3 Angriff und ruft ein Elementar mit Eifer herbei. Und verleiht eurem Gegner +4 Angriff in diesem Zug, kostet 1 weniger für jede Karte, die ihr in diesem Zug gezogen habt. Boah. Die eine Priesterkarte interessiert mich schon mal und das mit dem Aufblühen auch. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener magnetisch bindet, erhält er +1/+1. Moin, auch nicht schlecht. Einfach Kampfschrei, +2/+2, wenn ihr einen Diener mit mindestens 4 Angriff kontrolliert. Das hatten wir schon mal. Entdeckt einen Mech aus eurem Deck, verleiht ihm +2/+1. Hier, Eifer hat in eurem Zug +4 Angriff. Ist mit Eifer natürlich auch nicht schlecht.
der Kombination der Jäger gerade den überschüssigen Schaden. Noch. Hier ist die Frage, ob es mit dem Schmieden immer funktioniert. Dann habe ich ganz schnell einen sehr starken. Stellt das volle Leben dieses Dieners wieder her, nachdem ein Diener angegriffen vernichtet hat. Stellt nachdem wieder her, entdeckt eine Karte, die entsprechend über Heilung kostet. Ah! Wenn ich 8 Leben wiederherstelle, kann ich eine Karte und sowieso volles Leben habe, kann ich eine 8er Karte entdecken. Torignierdrache ruft jedes Mal 2 Wettlinge, die das Ziel zuerst angreifen, wenn dieser Diener eingreift. Das ist heftig. Amantul, Titan, nachdem dieser Diener eine Fähigkeit verwendet hat, entdeckt einen legendären Diener. Jedes Mal, wenn ihr eine Karte zieht, ruft einen Dämon mit Alpha herbei. Das ist beim Ziehen. Dämonjäger zieht auch sehr viel, auch nicht schlecht. Verbraucht 3 Leichen, um 3 Schaden zu verursachen. Schmieden enthaltet sie stattdessen. Ah! Dann muss ich die nicht verbrauchen, sondern erhalte die. Okay. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir noch nicht. Vernichtet einen Freund Diener. Boah, haben wir schon. Entdeckt einen Naturzauber. Wenn ihr ihn in sich ausspielt, entdeckt einen weiteren. Fügt allen Feinden 3 Schaden zu und kostet noch weniger. Jeden Naturzauber, okay? Wählt einen befreundeten Diener temporäre Kopie davon auf die Hand. Temporär heißt nur für diesen Zug. Oder? Ja. Fügt einen feindlichen Schaden zu. Erhaltet 3 Würmer, 4-1 auf die Hand. Sie kosten 1. Golden und ewig! Zieht 2 Karten, kostet 1 weniger für jeden Zaubertyp. Also, das ist wieder der Magier mit unterschiedlichen Zaubertypen, was auch die Quest vergibt. Das hatten wir schon mal. Verleiht euren Dien bis 2 bis 2, kostet 1 weniger für jeden Dien, den ihr beschworen habt. Geheimnis, was einem Diener +3/+3 gibt. Zieht eine Karte mit Wert aus, schmiedet sie, gewährt beide Effekte. Das ist natürlich schon cool. Hatten wir schon mal. Ein Funkenbot mit magnetisch und zufälligen Bonuseffekt. Das ist diese Kombination mit magnetisch. Ist hier ganz interessant. Na, zum Beispiel hier. Selten. Entdeckt einen Zauber in anderer Klasse, der 3 oder weniger kostet und zieht eine Karte, wird für jeden Elementar, den ihr im letzten Zug ausgespielt habt, wiederholt. Einfach schmieden, das treibt. Das hatten wir schon mal. Auch das. Max gibt's hier billiger. Kontrolliert, fügt beim Angriff auch benachbarten Dienern des Ziels Schaden zu. Das ist natürlich für was Magnetisches, was ich auf den Mac packen kann, der viel Angriff hat, auch nicht schlecht. Das sind wieder die Würmer, fügt einem Diener 5 Schaden zu, schmieden, verursacht dann 5 Schaden, der auf alle feindlichen Diener verteilt wird. Fügt allen Feinden, das hatten wir schon mal. Hatten wir auch schon.
zwei Naturzauber auf eurer Hand oder verringere die Kosten von Zaubern auf eurer Hand um 1. Also sowas in Kombination, ja. Zeig das nochmal. Verursacht 3 Schaden, erhalte einen zufälligen Zauber auf deinen Schmieden, wird zweimal geholt. Beide Spieler ziehen 2 Karten, euer Gegner kann sie nicht im nächsten Zug ausspielen. Oh! Oh! Eure Stadt hat. Golden und gewöhnlich. Ihnen -2 Angriff, vernichtet jeden mit 0 Angriff. Kunomatisch, magnetisch, friert jeden Charakter ein, der von diesem Diener verletzt wurde, in Kombination mit Benachbarter ist das auch nicht schlecht. Eisige Pfade. Deckt einen Zauber aus eurem Deck, friert einen zufälligen feindlichen Diener ein, wenn es ein Frostzauber ist. Alpha hat in eurem Zug +4 Angriff. Ruft einen Irdenen herbei, der +2/+2 für jeden Irdenen, den ihr in diesem Spiel hört. Oh, das ist hier Paladin, wahrscheinlich mit Irdenen und die immer stärker werden. Das gab's auch schon mal mit Jade. Elementar, irgendwas. Er hatte 4 Rüstungen, nachdem er euren Diener angegriffen und vernichtet hat. Münze, wenn er angreift. Das würde mich auch interessieren, diese Waldsetzlinge, was denn da jetzt aufblüht. Entdeckt und wirkt ein Geheimnis. Schmieden wirkt es 2-mal. Bisher konnte ich Geheimnisse nicht 2-mal drin haben, okay? Hatten wir schon. Da haben wir wieder Blüht auf. Hatten wir auch schon. Diesen Zug gezogen habt. +3/+3 bis zum nächsten Zug. Golden und selten. Kombination mit vernichtet. Selten. Das hatten wir eben schon mal. Schaden zu. Das ist doof. Oh! Erhaltet eine Kopie davon, nachdem ihr eine Karte geschmiedet habt. Das ist natürlich schon cool. Werft einen Zauber ab, um 2 Wichtel zu beschwören. Schmieden, sie erhalten +2 Gesundheit und Spott. Da kann ich einiges mit Wichteln machen. Auch nicht schlecht. Drei Funkenbots mit magnetischen zufälligen Bonuseffekten haben wir schon. Alpha haben wir auch schon. Kommt wahrscheinlich so schnell nichts mehr Neues, bis auf sowas. Angeketteter Wächter. Alpha Wiederkehr. Kostet 1 weniger für jede Plage, die in das gegnerische Deck gemischt wurde. Bisher habe ich noch keine Plagen, oder? Da ist schon eine. Mischt eine zufällige Plage in das Deck eures Gegners, nachdem euer Held angegriffen hat. Also schon mal 3 Plagen. Ich will nur eine ziehen, ist ja kaputt.
Entdeckt einen Zauber, der maximal 3 kostet. Mischt 2 Kopien in euer Deck, die beim Ziehen gewirkt werden. Dämonenjäger. Aber Zauberdämonenjäger ist natürlich auch nicht schlecht. Selten. Magnetisch Alpha kann magnetisch an Max und Wildtiere binden. Okay. Selten. Erhaltet einen zufälligen Braun auf die Hand, wenn ihr diese Karte zieht. Das ist auch nicht doof. Selten. Selten. Alpha zu bilden aktiv erwacht, nachdem ihr 4 Karten gezogen habt. Das sind jetzt auch alles neue. Nachdem ihr einen Diener mit mehr Angriff als dieser Diener beigerufen habt, verleiht ihr allen befreundeten Dienern plus 1 Angriff. Wow. Doch, entdeckt einen Zauber einer anderen Klasse, 3 oder weniger kostet. Dann haben wir hier Spott, kann nicht angreifen. Kostet 1 weniger für jedes eigene Geheimnis, das in diesem Spiel ausgelöst wurde. Dann habe ich beim Jäger, Geheimnisjäger, kann man auch einiges mit anfangen, scheinbar. Mecha-Springer, magnetisch Todesröchel, verleiht einem befreundeten Mech plus 2 plus 2 dieses Todesröchel. Oh. Todesröchel lässt Mechs magnetisch an diese Karte gebunden. Oh! Dann habe ich die wieder auf der Hand. Schüler der Sterne erhaltet eine Kopie der Karte dieses Dieners in euer Deck. Also, wenn das tatsächlich so funktioniert, kann die sehr, sehr mächtig sein. Noch ein Urtum-Totem, kostet 0, macht sonst nichts. Sicherheitsbehälter, magnetisch totes Röchel, Luft ein Zufälliger, der 8 kostet. Wupp. Heiligzauber stellt bei eurem Helden. Ah, noch eine. Hexenmeister in Ort wählt einen befreundeten Diener, ruft einen Riesen mit seinen Werten und Eifer herbei. Weiß ich zwar nicht, was das jetzt von Hexenmeister verfahren hat, aber okay. Den hatten wir auch schon mal. Das ist nochmal der Bogen. Erhaltet eine Walkür 2-3, die 1 kostet, nachdem dieser Diener angegriffen hat. So. Machen wir dieselbe Karte. Das war nochmal das minus 2. Die haben wir schon mal. Und verwandelt ein befreundetes Tier in ein Urtum mit Spott. Kann ich also einen Triant aufbessern. Hatten wir schon mal. Wow, legendär! Titanspott, eure Diener können nicht mehr als 2 Schaden auf einmal erleiden. Ja. Das ist eine Willensschmiede.
Astralmechanoid. Hat plus eins für jeden Astralmechanoid, den ihr in diesem Spiel beschworen habt. Also da muss man tatsächlich sehen, dass man da immer wieder Karten ins Deck reinmischt, damit sie stärker werden. Golden und gewöhnlich. Selten. Verschmelzen. Auch schon mal. Haben wir schon. Selten. Faljinga entdeckt einen legendären Priesterdiener aus der Vergangenheit. Ja. Fessel der Gladiator zieht eine Karte, wird für jeden Elementargegner wiederholt. Also, Elementar ist beim Magier hier das tolle neue Ding. Das ist auch neu entdeckt: ein Zauber eines Zaubertyps, den ihr in diesem Spiel noch nicht gewirkt habt. Einer zufälligen Klasse. Ich dann mit Magie noch mehr verschiedene Zauber wirken. Das ist auch nichts Neues. Plus 3. Das ist wieder der, dass die Aufgaben zurückkommen, wieder drauf magnetisch gebunden waren. Neu war, fügt dem Feind mit dem niedrigsten Leben 3 Schaden zu, nachdem er euer Held angegriffen hat. Das macht nur geschmiedet sind, weil momentan mit 4-2 sollte schon einfach haben. Nur tun verwandeln. Mal sehen, ob man noch eine legendäre kommt. Ich bezweifle es mal. Golden und gewöhnlich. Nochmal eine epische. Da kann ich 5 Valkyrie herbeirufen. Das ist auch nicht schlecht. Verwandelt sich in jedem Zug auf eurer Hand in einen zufälligen Pfad aus dem Deck eures Gegners. Das ist, kann heftig werden.
Jawohl! Freya, Hüterin der Natur, wählt aus. Dupliziert eure Hand oder ruft Kopien aller anderen befreundeten Diener herbei. Allen, die ihren Schaden zu deren Kosten entspricht, naja, weiß nicht. So. Natürlich jetzt einiges an Titankarten gekriegt. Mal ganz kurz, wie es mit den neuen Deckformen aussieht. Da fehlen 5. Da fehlen 11. Da fehlen 7. Dann auch 7. Noch fehlen 4. Noch fehlen 5. Boah, heftig. 6. 9. 7. 8. Heftig. 4. Das sind 2 legendäre und 2 epische. Wie sieht's denn hier aus? Drei legendäre. Mit Kopien. Hier kann man sehr viel mitmachen. Jo, und das werde ich mir wohl das nächste Mal anschauen.